Da hatte ich euch ja auch schon mal ein Video dazu gezeigt und die Konsolenfreunde können da gerne mal reinschauen in meine 3DO-Videos und dann werdet ihr da den Player von Goldstar auch wieder finden und so schließt sich dann Schluss letztendlich irgendwo ein Stück weit auch wieder der Konsolen-PC-Kreislauf. Dann bauen wir mal die Controllerkarte hier aus, wie ich das vermutet habe, diese rückseitigen Anschlüsse von COM und Parallelport. Das ist zum Teil die Controllerkarte, zum anderen hier nur eine Steckleiste. Zu dieser Zeit brachten die Mainboards selber diese Controllerfunktion noch nicht automatisch mit, so wie man das von neueren Mainboards, auch der Pentium 1 Generation zum Beispiel, kennt, sondern dafür war eine separate Controllerkarte erforderlich und die schauen wir uns natürlich jetzt hier auch nochmal näher an. Dafür würde ich die mal hier schnell rausschrauben, das geht ja hier ratzfatz. Und dann versuche ich die mal ohne den Schraubenzieher hier runter zu befördern, dann mal rauszuziehen. Und dann können wir hier schon mal einiges hier erkennen. So ganz viel ist da gar nicht drauf, da bin ich jetzt relativ überrascht. Die Controllerkarte hier von dem 486er, die VESA Local Pass Karte, klar, die war natürlich auch wesentlich größer, aber da war einiges mehr an Bord. Also hier haben wir schlussendlich dann nur den Anschluss für diesen COM-Port 2, also sprich für diese Steckleiste, die sich hier im hinteren Bereich befindet. Dann gibt es einen Anschluss für die Floppy Disk und einen Anschluss hier entsprechend dann für die Festplatte. Ob wir dann hier eventuell doch noch ein CD-ROM hier anbringen könnten an diesem einen HDD-Stecker oder an diesem IDE-Stecker, das müsste ich dann einfach mal überprüfen, ob das funktioniert. Aber grundsätzlich habe ich ja hier sowieso erstmal eigentlich keinen Platz und ein CD-ROM in einem 286er, das passt eigentlich auch nicht wirklich so richtig. Da ist man ja fast ausschließlich mit Disketten unterwegs gewesen und hier befindet sich dann noch der Anschluss für die Festplattenaktivitäts-LED. Also das heißt, hier wird dann das Signal gegeben, wenn die Festplatte entsprechende Zugriffe dann vornimmt. Rechts neben der Controllerkarte befinden sich dann hier noch einige weitere Chips, dessen Funktion sich aber hier meiner Erkenntnis entzieht und das Mainboard hier auch jetzt keine Rückschlüsse zulässt, was die hier im Einzelnen steuern. Das könnte aber unter Umständen hier auch der Keyboard-Controller-Chip sein. Der ist so in der Größe, wie ich das jetzt so von anderen Mainboards her kenne, möglicherweise. Da will ich mich aber jetzt auch lieber nicht drauf festlegen. Falls es jemand weiß, kann das natürlich auch gerne wie immer in die Kommentare posten. Hier befindet sich dann der Stromanschluss hier P8, P9 von dem AT-Netzteil. Das blieb ja dann im Endeffekt so bis zum ATX-Standard und dieser ähnlichen Form. Und hier hinten befindet sich dann der DIN-5-Anschluss für die Tastatur. Und das ist dann hier ein bisschen der kritischere Bereich gewesen. Da zoome ich gerade mal ein bisschen hier rein. Und zwar hier befindet sich normalerweise die Batterie und ihr könnt es noch vielleicht an den Kontakten so ein bisschen erkennen. Das ist so ein etwas grün verfärbt. Die Batterie ist natürlich ausgelaufen, wie das immer so ist. Und ich habe die jetzt erstmal entfernt. Da blende ich euch mal Bilder dazu ein, wie das ausgesehen hat. Jetzt hoffe ich mal, dass da die Leiterbahnen da vielleicht keinen Schaden genommen haben. Zumindest scheint sich der Schaden jetzt hier auf diesem Batteriebereich begrenzt zu haben. Aber ich wollte natürlich gerne mal auch dann hier wieder eine Pufferbatterie einsetzen, um dann auch die entsprechenden Daten zu Festplatte, Datum, Uhrzeit auch dauerhaft wieder speichern zu können. Muss ich aber gucken, ob die Batteriesäure möglicherweise auch die Kontakte hier für die Batterie zerfressen hat. Das sind sogenannte Nickel-Cadmium-Batterien, soweit ich das weiß. Und ich habe mir da auch schon Ersatz besorgt. Zeige ich euch mal kurz und das wäre auch so eine Maßnahme, die ich gerne mal angehen möchte, natürlich hier auch mal eine neue Batterie einzusetzen. Vielleicht werde ich das Ganze auch noch mal versuchen, ein bisschen mit Isopropanol zu reinigen. Das habe ich teilweise auch schon gemacht, aber vielleicht kann man da noch mal ein bisschen nacharbeiten mit so einem Bürstchen oder wie auch immer. Und dann vielleicht habe ich ja Glück und kann hier wieder eine Speicherbatterie einlöten. Das wäre jetzt hier mal so eine Batterie. Das ist hier auch eine Nickel-Cadmium, 3,6 Volt, 60 Milliampere.
Das entspricht dann so der Beschriftung der alten Batterie, die hier drauf war. Und die hat erfreulicherweise hier auch schon so Lötfähnchen hier mit an Bord. Und ja, ist wie gesagt nagelneu. Die habe ich mir irgendwo hier in der Bucht bestellt. Da gab es die, glaube ich, dann auch zu mehreren. Sind nicht ganz so günstig natürlich wie jetzt die Batteriehalter für die reguläre CR2032. Aber die bringt ein bisschen eine andere Spannung mit. Und deswegen wollte ich hier mal bei diesem Original bleiben. Und dann würde ich mal versuchen, ob ich diese Batterie hier einlöten kann. Das Mainboard ist relativ leicht auszubauen, noch dazu, wo hier im Gehäuse auch jede Menge Platz vorhanden ist. Ich würde daher einfach mal anfangen und hier mal diesen Comport Nummer 2 entfernen. Dann kommen wir natürlich noch ein bisschen besser an das Ganze ran. Den lege ich auch mal zur Controllerkarte hier oben hin. Dann könnten wir an und für sich hier mal den Strom entfernen. Auch das geht eigentlich ziemlich einfach. Dann packen wir mal hier drüben hin. Dann haben wir hier zwei Schrauben. Die muss ich nur mal dann schraubentechnisch mal ein bisschen separieren, dass ich nachher noch weiß, welche Schraube für die Steckkarten ist, welche fürs Gehäuse und welche hier für das Mainboard. So, mal gucken, dass ich nicht immer zu sehr mit dem Arm hier im Weg bin. Ich habe nur meinen Arm seht statt die Schraubarbeiten. Und der Rest ist eigentlich schon fast hier durch diese Haltenasen entsprechend dann hier verankert. Und dann kann man das einfach hier so nach vorne wegziehen. Das bewegt sich dann hier auf so eine Art Schiene. Und et voilà, schon ist das Mainboard dann quasi gelöst. Also das war jetzt hier wirklich kinderleicht. Und dann kann ich vielleicht sogar die Stecker hier unten in dem Bereich auch belassen. Das würde ich mir jetzt hier entsprechend so zurechtlegen, dass ich da mit dem Lötkolben gut rankomme. Vielleicht diese Stelle hier oben noch mal ein bisschen reinige und ja, dann würde ich es mal einlöten, die Batterie, und mal gucken, ob ich dann entsprechend Glück habe. Mit einer alten Zahnbürste und etwas Isopropanol kann man dann hier mal versuchen, die Stelle noch mal ein bisschen zu reinigen. Damit lassen sich dann hier diese grünen Verfärbungen relativ gut entfernen. Wenn die sich natürlich hier so richtig tief reingefressen haben, dann kriegt man die natürlich so dann auch nicht unbedingt wieder raus. Das muss man mal gucken, ob da eventuell diese Leiterbahnen beschädigt sind. Das werden wir nachher dann so in der Funktion sehen. Ich habe es aber schon mal getestet, also so das Keyboard und so weiter, und es scheint auch alles soweit zu funktionieren, aber natürlich nur, wenn man alles jetzt en Detail ausprobiert hat, dann weiß man auch wirklich Bescheid, ob das Ganze noch tut oder nicht. Also da geht auch nicht wirklich viel ab. Ich glaube, so ein bisschen vorgereinigt hatte ich das Ganze auch dann hier schon. Wir hoffen, dass sich das nicht ausbreitet. Und dann würde ich noch mal gucken, ob ich hier vielleicht auf der Rückseite noch mal ein bisschen was hier reinigen kann. Mal gucken. Ja, hier in etwa, aber da ist auf der Rückseite nicht so viel zu erkennen. Da sieht man jetzt mal hier so diese, ups, zwei Punkte. Da kann man auch noch mal ein bisschen drüber gehen. Aber da hält sich zumindest hier auf der Rückseite bei den Lötkontakten hier der Schaden hier in Grenzen, zumindest was man hier so mit dem bloßen Auge her sehen kann. Dann würde ich das Ganze hier mal trocken wischen und dann bereiten wir mal den Lötkolben vor und hoffen mal, dass sich jetzt hier nicht eventuell schon der Kontakt hier weggefressen hat, hier, dass ich dann quasi überhaupt noch einen Kontakt zum Mainboard bekomme. Was ich aber gesehen habe, gibt es wieder die Möglichkeit, eine externe Batterie anzuschließen. Also hier ist wieder so ein vierfacher Kontakt, so ähnlich wie ich das bei meinem Compact Despro 466er auch hatte. Also wenn das jetzt hier über diese eingelötete Batterie nicht mehr funktionieren sollte, dann kann ich es natürlich darüber probieren. Dann habe ich natürlich nur wieder ein bisschen das Problem, dass ich dann wieder messen muss, welcher Kontakt dann entsprechend welche Spannung liefert, und muss mal schauen, ob man das dann hinkriegt. Außerdem ist es nicht so besonders schön, weil dann hat man da wieder so eine externe Batterie da rumbaumeln. Also schöner wäre es natürlich schon, wenn wir hier eventuell
das nutzen können, aber da sieht natürlich die Kontaktstelle, die sieht hier wirklich richtig übel aus. Ich muss mal gucken, ob man die vielleicht auch noch ein bisschen ausschleifen muss, aber naja, schauen wir mal. Ich habe die Kontaktstelle jetzt hier für diesen Minuspol der Batterie dann so ein bisschen freigekratzt und freigeschliffen und hoffe mal, dass das so vom Kontakt her ausreicht. Und die Batterie wird dann hier mit dem Pluspol Richtung dem DIN 5 Anschluss der Tastatur hier eingesetzt. Und das passt auch hier so genau mit diesen Lötfähnchen. Die sind also genau hier auch so angebracht. Das ist auch, wie ihr in den Bildern gesehen habt, eine recht identische Batterie, nur dass die jetzt hier eben grün ist. Und dann wird die hier so positioniert. Und dann müsste ich hier auf der Rückseite dem Grunde nach nur noch Lötzinn anbringen. Und dann ist es schon so an Position, wie sie sein sollte. Wie ihr gesehen habt, habe ich die Batterie ja schon von der anderen Seite so an Position gebracht, habe das Mainboard jetzt hier einfach gewendet, sodass es auf dem Rücken liegt und habe dann die Batterie selber, ja, die ungefähr ja so eine Höhe von 1-2 cm hat, dann auch noch mal ein bisschen unterfüttert und dann hält sie durch das Eigengewicht des Mainboards. Das ist natürlich recht optimal, weil jetzt habe ich hier diese beiden Lötkontakte und habe beide Hände frei, einmal für das Lötzinn und einmal für den Lötkolben selber, dass ich da frei hantieren kann. So optimal hat man das bei den meisten Lötarbeiten in der Regel nicht, aber hier hat es jetzt mal so ganz gut hingehauen und dann kann ich hier auch mal ganz bequem vor der Kamera hier mal das so ein bisschen versuchen zu verlöten. Mal gucken, ob der Lötkolben schon warm genug ist. Ja, ja, schauen wir mal. Da wollen wir mal gucken, dass nicht zu dick hier drauf packen. So einen kleinen Tropfen. Man sollte hier auch, wenn es geht, nicht allzu lange darum hantieren, weil sonst wird dann diese Batterie recht warm und die mag das eigentlich auch nicht unbedingt so. Also zumindest die CA2032, die scheinen ja irgendwie diese zwei Hälften so mit so einem Art Gummi dann miteinander befestigt zu sein und das kann dann unter Umständen, wenn die Batterie zu heiß wird, dann wegschmelzen. Aber das sieht jetzt hier eigentlich schon so ganz gut aus. Ich werde die Lötstelle hier noch ein bisschen reinigen und dann denke ich mal, können wir das Mainboard wieder zurückbauen. Also den Kontakt sollte das so eigentlich auf jeden Fall haben. Rückseitig sah das ja hier sehr viel besser aus als von der Vorderseite und vielleicht haben wir ja Glück. Ich habe dann hier auf der Oberseite die Lötstelle hier zum Minuspol noch mal so ein bisschen mit Lötzinn angefüttert, falls der Metallring, der sich hier befand, dann doch eventuell weggeätzt worden ist von der Batteriesäure, damit dann vielleicht hier doch irgendwo noch zumindest ein Kontakt zu den Leiterbahnen des Mainboards stattfinden kann. Der Rückbau des Mainboards geht relativ leicht vonstatten. Ich denke, das kann ich weitgehend hier unkommentiert machen. Wichtig ist nur zu Anfang, dass hier diese Halte ab oder diese Abstandshalter hier von dem Mainboard dann wieder in diese Schienen hier im Gehäuse dann entsprechend reingleiten und das an allen Positionen. Also wir haben ja jetzt hier 5 Stück, 3 in der Mitte, 2 hier oben und dann kann man das Ganze dann hier auf Position schieben, dann müsste das passen. Dann kann man hier auch von der Seite vielleicht noch mal schauen, hier, ob der Abstand dann hier entsprechend überall gleich ist, nicht dass dann hier eventuell noch ein so ein Abstandhalter nicht eingerastet ist, aber man kann das auch noch mal testen, wenn man hier versucht das Mainboard hochzuheben, dann sollte sich das eigentlich hier nicht rausheben lassen. So, dann schrauben wir das Ganze mal alles wieder zurück. Wenn man die richtigen Schrauben nimmt, ja, dann haut es auch hin. Das war dann mal der Rückbau des Mainboards inklusive aller Schrauben und Steckkarten.
Das ging also wirklich hier absolut ratzfatz, sehr, sehr wartungsfreundlich. Da sieht man einfach mal wieder den Vorteil dieser Desktop-Gehäuse. Das hat sich ja beim Compact Desk Pro 466 auch in ähnlicher Form gezeigt. Das war ja auch vom Innenraum sehr großzügig und man konnte da ohne weiteres auch sehr leicht dann entweder Steckkarten oder auch Arbeitsspeicher austauschen. Nur der Compact Desk Pro 466, der war ja 2/3 Bauhöhe und hatte dann dieses Riser Board noch mit dabei und dann war das Ganze jetzt von der Höhe etwas kompakter, also da hat man dann in der Höhe nicht so viel Platz gehabt, aber nichtsdestotrotz kam man da eigentlich an alles gut ran und bei diesem 286er ist das alles noch großzügiger. Wenn man das jetzt so vergleicht mit den Mini- oder Midi-Towern, beispielsweise der 486er von dem Tobias, da kam man zum Beispiel an den RAM-Speicher gar nicht ran, weil da die Festplatte sich davor oder beziehungsweise die Halterung der Festplatte sich davor befand und dann musste man da umständlich dann hinter diese Halterung der Festplatte diesen RAM-Speicher schräg einsetzen. Also es war dann eher aufwendig und das ist einfach mal hier wieder ein Riesenvorteil dieser Desktop-Gehäuse, dieser Raum, der hier geboten wird, der sucht natürlich so seinesgleichen. Ein kleines Detail, was ich bei meinen bisherigen Videos so außen vor gelassen hat, das sind hier diese Halterungen. Und zwar sind das hier normalerweise noch Halterungen für die Steckkarten. Also es gab ja dann zum Teil auch Steckkarten mit Überlänge, so wie ich sie euch zum Beispiel gezeigt hatte bei dem 486er von dem Eiserboard, bei dem 97. Marburger Stammtischtreffen. Da hatte ja ein Kollege so ein Eiserboard dabei mit einer Grafikkarte, die war dann wirklich locker mal 35 cm lang. Und dann hätte man die theoretisch dann auch noch hier hinten mit verankern können, damit die ganze Karte dann entsprechend einen besseren Halt hat. Dementsprechend sind dann ja hier auch, wie man das sieht, hier zwischen diesen einzelnen Kontakten immer auch Aussparungen, damit man da quasi auch tatsächlich eine Karte oder Grafikkarte, wie auch immer, hier drüber hinaus bauen kann. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall gewesen. Also das ist hier ein ganz, ganz kleines, kompaktes Modell. Aber es gab da schon durchaus mal Modelle, die waren sehr viel länger. Man mag da mal so an eine Voodoo 5500 denken, das war schon so ein Flaggschiff, aber natürlich auch die ganz alten oder älteren Grafikkarten auch noch aus der XT-Serie, die waren natürlich auch um einiges größer und das wollte ich einfach nochmal hier anmerken, dass es hier diese speziellen Halterungen gegeben hat und da rasteten dann diese Steckkarten ebenfalls auf der anderen Seite noch ein, sodass sie dann von beiden Seiten sicher saßen. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass ihr hier so lange bis zum Ende dabei geblieben seid. Lasst mir ein Like für mein Video da und abonniert meinen Kanal, falls ihr das nicht schon getan habt. Und aktiviert auf jeden Fall auch die Glocke, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Empfehlen kann ich euch auf jeden Fall auch noch meine Playlist. Dort findet ihr jede Menge weitere Videos zu Retro-PCs, Homecomputern und Konsolen der 70er, 80er und 90er Jahre. Zum Beispiel zu Konsolen von Sega, Atari und Nintendo, aber auch zu etwas ausgefalleneren Modellen wie das Philips CD-i oder den 3DO von Trip Hawkins. Natürlich findet ihr auch Videos zu Homecomputern wie dem Amiga 500 oder 600 oder das Amiga CD32. Natürlich auch jede Menge zu Retro-PCs, Pentium der ersten, zweiten und dritten Generation sowie 486er Modelle und natürlich auch Events wie beispielsweise Gamescom, Flohmarktbesuche oder ein Besuch im Arcade-Museum. Ich bin sicher, da sind jede Menge interessante Videos für euch dabei.